benutzen, um meine Freunde Uki und Billy zu pranken. Mit dem Hacker-Command /hack werde ich einen riesigen Element-Golem platzieren. Aber was meine Freunde auch nicht wissen, ist, dass ich sie mit richtig coolen Fallen pranken werde. Wie zum Beispiel mit diesem Hacker-Nuklear-TNT. Und ich hab's gezündet, Freunde. Aber was treiben meine Freunde dort eigentlich? Simlucky, du musst dich entscheiden. Für mich, Okri, mit den Einsektier-Button. Oder für mich, Billy, mit den Einsekt-Cookies. Was? Und was ist das dort in der Mitte? Das ist eine rote Süßigkeit. Keine Ahnung, die ist mysteriös. Ja, und das nur ein Stück. Dafür würdest du dich sowieso niemals im Leben entscheiden, Mann. Ich kann nur einen retten, heißt das, Freunde. Es tut mir leid, Leute. Ukri und Billy, ich muss mich für die rote Süßigkeit entscheiden. Ganz sicher willst du dich Einsektiermatten zum Lacken? Doch will ich, Ukri. Spaß, weg mit dir. Sorry, Ukri und Billy, sorry. Okay, Freunde, ich hab eine rote Süßigkeit, let's go. Boah, die schmeckt bestimmt richtig lecker, Freunde. Wo seid ihr jetzt? Was sollte das? Aber Simlucky, was machen wir eigentlich heute? Wir machen heute eine Element-Golem-Bau-Challenge! Element-Golem-Bau-Challenge! Oh ja! Und ihr könnt jetzt alle auf eure Seite gehen und dann habt ihr 10 Minuten zu bauen einen sicheren Element-Golem! Machen wir mit Cheaten oder ohne Cheaten? Was für Cheaten, Billy? Wie kommst du überhaupt darauf? Wir machen immer ohne Cheaten, oder, Freunde? ja, du bist immer am Cheaten. Hä, du bist ein Cheater, Lügen-Ukri. Okay, immer auf der Seite. Okay. 10 Minuten Zeit, ich gehe auf die beste Farbe der Welt. Blau. Was? Let's ich gehe auf die beste Farbe. Nämlich rot. Let's go, Freunde. Und nicht auf die andere Seite gucken, ne? Was? Ey, Freunde, was die nicht wissen. Billy hat schon gesagt, nicht cheaten und so. Aber ich werde heute cheaten, denn ich werde im Geheimen einen ultra krassen Hack benutzen, womit ich sofort ein riesiges Gebäude platzieren kann. Einen Element Feuergolem. Okay, ich würde sagen, wir geben jetzt einen Hacker-Command ein. /hack und let's go. Wow. Freunde. Hä? Alter, warum klappt das nicht? Leute, ich glaube, ihr habt zu wenig Likes da gelassen. Lasst es allen nächsten 3 Sekunden ab und ein Like da, damit sich die Energie füllt und wir genügend Energie für den Ultra-OP-Hack haben. Okay, auf 3, 2, 1 und 0. Let's go! Ey, die Energie füllt sich, Leute. Wir haben gleich genügend Energie für den Mega-OP-Hack. Let's go. Okay, wir geben es nochmal ein. /hack, let's go, wow! Und wow! Freunde, denkt ihr, es hat funktioniert? Komm schon! Freunde! Was ist das denn hier vorne? Leute! Boah, das ist ein riesiger Golem! Was? Freunde, ich glaube, der ist ein bisschen zu riesig. Junge, ist der groß! Freunde, schaut euch das mal! Dieser Vergleich ist so klein und so groß. Oh nein, die werden jederzeit diesen großen Golem sehen und sie werden niemals mir glauben, dass ich es selber gebaut habe in so einer kurzen Zeit. Das heißt, ich muss schnell die Wand größer machen, Freunde. Schnell, bevor es ihnen auffällt. Okay, Ukri darf auf jeden Fall nicht nach vorne schauen. Komm schon. Billy hat doch gar nicht angefangen. Okay, schnell höher bauen. Ey, Mann, Ukri darf auf keinen Fall zu mir gucken. Ey, Freunde, wir müssen so hoch bauen, weil er so groß der Golem ist. Okay, wir schnell den Hacker-Command eingeben. Yo, und mein Golem wird so heftig. Alter, yo, Alter, was ist hier passiert? Hä? Freunde. Simlucky, kann es sein, dass deine Mauer irgendwie höher gegangen ist? Ukri, ich weiß gar nicht. Nein, auf keinen Fall rüberkommen. Ein Spicken, Ukri. Nein, ist nicht größer geworden, Ukri. Das sieht nur so aus. War schon die ganze Zeit so, Ukri. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher, Ukri. Okay, ich vertraue dir mal. Ja, ich würde niemals lügen. Freunde, schau mal, wie groß es ist. Puh, das war knapp. Dem ist es fast aufgefallen. Aber, ey, das Ganze ist einfach ein Erdgolem. Freunde, schaut mal, wie riesig der ist. Aber es ist ein Erdgolem. Ich will ein Feuergolem. Ich will ein Feuerelement-Golem. Das heißt, Leute, schreibt mal jetzt alle Hashtag Feuer in die Kommentare. Hashtag Feuergang, damit der Golem zu einem Feuergolem wird. Damit wir ihn upgraden zu einem Feuergolem. Das wird so krass, Leute. Denn jetzt ist er noch ein Erdgolem. Er ist auch schon richtig krass. Wow. Der ist so riesig, Leute. Boah, schaut mal seinen Rücken an, Leute. Sieht der nicht heftig aus? Okay, und jetzt graden wir ihn ab zu einem Feuergolem. Let's go, Freunde. Schreibt alle Feuergänge in die Kommentare. Auf 3, 2, 1 und 0. Let's go. Ich hoffe, das wird klappen, Leute. Wow. Und wow, Freunde. Schaut euch das, Mann. Leute, wie cool sieht der jetzt aus?
Okay, das ist ein richtiger Feuergolem. Ey, guck mal, wie er da so seine Hand rausholt. Der will bestimmt gerade einen boxen oder so. Seine Augen sind einfach so richtig winzig. Und es ist einfach jetzt Magma. Feuergolem. Das sieht so krass aus, Leute. Und wir werden jetzt den ersten Eingang machen in den sichersten Feuergolem. Aber davor müssen wir natürlich einen Fake-Eingang machen, damit wir Ukri und Billy richtig pranken können. Okay, Leute. Und den machen wir einfach bei dem linken Fuß hier. Wir bauen hier erstmal alles auf. Zack, zack, zack. Und machen den Eingang richtig offen. Sichtlich, damit die das zu 100% sehen und denken, die haben es schon geschafft. Aber nee, das wird der Fake-Eingang sein. Leute, das Ziel von meinen Freunden wird sein, ganz nach oben bis zum Kopf zu kommen. Und ich werde denen sagen, die können hier einfach ganz easy zum Kopf kommen, indem die hier diesen MLG-Boost machen. Aber was sie nicht wissen, Freunde, ist, dass das gar kein richtiges TNT ist. Das ist nämlich Troll-TNT. Und was das auf Lager hat, zeige ich euch später. Das werdet ihr ganz am Ende sehen. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, wenn die beim Parcours versuchen durchzuspielen. Okay, wir machen hier einen MLG-Boost für Ukri. Und ein für Billy. Ich meine, dieses Troll-TNT aktivieren, die werden komplett in die Luft gehen. Und damit es unmöglich ist, Freunde, platziere ich jetzt hier oben einfach unsichtbare Blöcke. Und die werden sowas von hier gegenknallen, Leute. Das wird so witzig. Okay, Leute, ich habe jetzt hier alles zugebaut mit Barrieren. Also das heißt, die werden da einfach gegen die Wand knallen, da runterfallen. Und das Troll-TNT wird richtig witzig später. Naja, ich markiere einfach noch den Bereich hier, damit der komplett auffällt. Ich habe eine Idee, Leute. Ich platziere jetzt hier einfach überall grüne Wolle. Als ob das der richtige Eingang wäre. Überall grüne Wolle. Zack, 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 Leute. Ey, schaut mal, das kann man gar nicht übersehen. Die werden da sofort hingehen. Aber den richtigen Eingang, Freunde, werde ich jetzt beim anderen Fuß machen. Und zwar beim linken Fuß von dem Golem. Und den mache ich genau hier hinten hin. Und hier habe ich eine richtig gute Idee, wie ich den Eingang einfach richtig krass verstecken werde, Leute. Und zwar werde ich hier einfach Fake-Lava platzieren. Richtig gehört. Das wird denen niemals auffallen, dass das einfach Fake-Lava ist. Und die werden niemals darauf kommen, dass dahinter sich einfach ein Eingang versteckt in den Golem rein, Leute. Denn man könnte denken, hä, diese Lava kommt einfach vom Golem. Weil das ist ja so ein Feuergolem, also komplett normal. Ich platziere hier extra sogar nochmal. Nee, da platzierst du richtige Lava, Freunde. Wir machen jetzt so Fake-Attrappen. Ey, so werden die es niemals herausfinden. Ich platziere jetzt hier einfach so mal ein bisschen so richtige Lava, damit die denken, ach, das ist bestimmt auch richtige Lava. Dann testen die hier, aber das ist eigentlich gar keine richtige. Das ist einfach Fake-Lava. Und hier kann man einfach easy durch, Leute. Schaut euch das an. Aber darauf werden die sowieso niemals kommen. Und hier platziere ich jetzt die ganze echte Lava. So, zack, zack, zack. Und das sollte passen, Leute. Jetzt machen wir weiter mit dem ersten Hindernis von Okri und B. Man brennt ja alles. Okay, Freunde, für dieses erste Level habe ich schon eine richtig gute Idee. Guck mal, wir haben hier eine richtig coole freie Fläche. Das heißt, ich werde hier einfach ein Labyrinth machen, aber kein normales. Und zwar ein Magma-Labyrinth, welches im Geheim unmöglich ist zu bestehen. Die werden dann niemals durchkommen. Ich mache sogar drei Blöcke hoch, Leute. Wenn die einmal die Wand berühren, die werden direkt Damage kriegen. Das wird so ein... Das wird ein Killer-Labyrinth, Leute. Okay, Leute, das Magma-Labyrinth ist jetzt fertig. Und der einzige Weg, Freunde, wie die hier durchkommen können, ist ein richtig krasser Hack. Und zwar, ich werde hier sogar überall solche Ghost-Blöcke platzieren, zu verwirren, Leute, damit die denken, ah, das ist ein Ghost-Eingang oder so. Aber im Echt ist hier einfach gar nichts. Und man ist noch immer im Labyrinth drin. Wir machen jetzt überall hier hin. Zack, hier ein paar Dirt-Blöcke einfach so hin. Hier auch random hin, Leute. Aber es wird nichts bringen, Leute. Das wird nichts bringen. Es ist einfach nur zur Ablenkung. Nämlich der einzige Weg, wie die hier durchkommen können, ist, indem sie dieses geheime X-Ray-TNT finden. Und ihr wisst ganz genau, was X-Ray kann. Die können dann durch die ganzen Wände hier schauen und den geheimen Ausgang entdecken. Aber ich muss dieses TNT jetzt richtig gut verstecken, damit die nie im Leben das finden. Und, ich weiß aber noch nicht, wo. Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt einfach das genau hier vorne rein platzieren. Alter, die werden das nie mal sehen. Als ob die da einfach so hochgucken. Die werden die ganze Zeit hier so rumlaufen. Ah, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Aber in echt befindet sich genau hier oben das geheime TNT. Und wenn die da rankommen, dann können die das zünden und dann sehen die den geheimen Ausgang. Denn ich werde genau hier ganz viele Diamanten platzieren und dann können sie den geheimen Ausgang finden. Weil Diamanten werden ja beim X-Ray angezeigt, aber die Magma-Blöcke verschwinden alle. Und Leute, den geheimen Eingang mache ich jetzt einfach genau hier vorne hin. Also das kann man echt gar nicht finden, Leute. Hier ist so viel Dirt und als ob die einfach hier random hinklicken und da drunter kommen, Freunde. Das ist eigentlich unmöglich. Und hier kann man sich dann so runterbuddeln und dann hier hoch und dann entkommt man, Leute. Ey, das ist so unmöglich. Aber mit dem X-Ray-TNT können die das schaffen, denn die werden auch später selber sehen, wie das dann aussieht mit dem X-Ray-TNT, wenn die es zünden. Okay, ich platziere jetzt hier nur noch Diamanten, damit die das auch sehen. Den ganzen Weg, guck mal, ich markiere den einfach so. Hey, ist ja voll krass. Guck mal, ich kann einfach den Weg so markieren, einfach da drunter. Okay, ich platziere hier noch ein paar Leitern und wenn die es geschafft haben, hier rauszukommen, kommen die zu meinem zweiten Level und das wird noch viel schwieriger. Okay, Freunde, ich werde jetzt hier eine riesige Bedrock-Kuppel hinbauen, denn meine Freunde müssen gleich einen Boss-Fight machen.
dann unter, damit der euch nicht alles zerstört, der Boss. Denn der wird ultra krass. Muss ich hier erstmal alles absichern mit Bedrock, Leute. Batz, alles absichern. Aber das tun wir natürlich mit unserer magischen Axt. Und zack, let's go, Freunde. Ich habe jetzt hier diese Bedrock-Kuppel und hier müssen die gleich den Boss besiegen, den ich hier erst platzieren werde. Aber, Freunde, bevor ich den Boss platziere, werde ich denen hier noch den Loot geben, womit sie dann den besiegen müssen. Und zwar diese geheime Magma-Rüstung und noch dieses krasse Feuerschwert, Leute. Damit werden die es nicht schaffen, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Denn der Boss ist trotzdem auch viel zu krass. Und, Leute, das wird der Boss sein. Schaut ihn euch an. Der ist so OP. Und wenn man den einmal hittet, Leute, dann aktiviert er sich. Und dann ist er im Killerinstinkt, Leute. Der wird alles vernichten. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich habe niemals die Chance mit Magma-Rüstung gegen den. Dann schaut euch den an, wie riesig der ist, Junge. Ist einfach ein Riesen-Golem, Leute. In ein Golem, Leute. Ergibt das überhaupt Sinn? Nein, ich glaube nicht. Naja, wenn die es geschafft haben, dann haben die genau hier den Ausgang. Und den muss ich aber nochmal verstecken, Leute. Okay, Freunde, ich habe die Idee. Wir platzieren jetzt hier einfach diese Tür und dafür werden die lange brauchen, um die zu finden. Aber die dürfen ja auch nicht einfach vom Monster abhauen. Deswegen müssen die jetzt erstmal fighten. Und jetzt, wenn die hier angekommen sind, müssen die irgendwie versuchen, ganz nach oben zu kommen. Und ich werde euch mal zeigen, wie die ins nächste Level kommen. Und, Freunde, das wird jetzt ultra witzig. Und zwar platziere ich genau hier vorne diese Flugmaschine hier. Alter, Billy und Uki müssen die gleich fliegen. Denn schaut mal, da ist einfach Platz für zwei Leute. Sogar für drei, glaube ich. Aber wir müssen der Flugmaschine auch noch Treibstoff geben. Und zwar ein bisschen Kohle und ein bisschen Wasser. Und, Freunde, für die ganz Klugen, ihr wisst bestimmt schon, was ich damit vorhabe. Und zwar müssen die damit gleich nach oben fliegen. Bis zum nächsten Level. Und das wird genau hier vorne sein. Aber ich werde richtig krasse Hindernisse reinbauen. Als allererstes, Freunde, müssen wir jetzt überall diese ganzen Geschütztürme platzieren. Und wir stellen die in den Aggressivmodus ein. Die werden also abgeschossen. Und ey, Freunde, ich sag euch ehrlich, diese Flugmaschine, die zu fliegen, ist echt nicht so einfach. Und mit diesen ganzen Geschütztürmen, die sie abschießen werden, schaffen die es nie im Leben, bis ganz nach oben zu kommen, Leute. Außerdem werde ich hier auch noch ein paar krasse Hindernisse bauen, wie zum Beispiel diesen Riesenstachel, Leute, aus Diamanten. Sieht der nicht cool aus? Ich platziere jetzt hier überall diese Diamanten und da müssen die dann irgendwie versuchen, nicht gegen zu knallen. Und nur nach unten die ganzen Stacheln platzieren. Einfach Diamantenstacheln sind das. Die machen so viel Damage. Ihr habt es ja am Anfang gesehen, Leute. Da dürfen die auf keinen Fall gegen knallen. Und davon bauen wir hier sofort einen zweiten. Außerdem, Leute, haben wir noch Laser am Start. Wenn man da einmal reingeht, dann verbrennt man. Die werden es den beiden auch nochmal richtig schwierig machen. Obwohl, Freunde, ich glaube, wir machen sogar noch einen dritten Stachel. Und das wird der riesenlange Stachel. Boah, guck mal, wie lang der jetzt ist. Alter, okay, der wird ein Killerstachel. Leute. Da auf keinen Fall gegen knallt, wenn die dagegen knallt, da geht einfach die Luft da raus. Da fallen die runter in das ganze Magma oder in die Stacheln rein. Okay, Freunde, schaut euch das an, wie cool das aussieht. Hier ist einfach so ein riesiger Diamantenstachel hier auch. Und damit dürfen die auf keinen Fall dagegen knallen. Und jetzt machen wir noch weiter. Und zwar mit unseren Mega-Lasern. Wir platzieren hier einfach richtig viele. 5 Stück, Leute. Zack, 1, 2, das sind sogar 6 Stück. Und jetzt platzieren wir auf der anderen Seite auch nochmal welche Laser. Verbinden die alle. Und damit haben wir einen Mega-Laser erschaffen. Und das machen wir jetzt hier überall, Leute. Hier kommt auch noch mal einer hin. Let's go. Ich mach den einfach jetzt komplett riesig. Guck mal, wir machen jetzt einfach so. Let's go. Den ganzen. Ey, das ist das größte Laser, den wir je gebaut haben. Lol, Alter. Okay, Freunde, ich habe jetzt ein paar Laser platziert und schaut euch das an. Wenn die da durchkommen, fresse ich einen Besen. Und damit die nicht hier einfach so durchfliegen, platziere ich jetzt hier oben überall Lava. Zack, zack, zack. Überall ganz viele Lavastrahlen mache ich jetzt hier. Boah, ist das krass, Leute. Zack, hier plötzlich auch noch was. Da hier auch noch was. Oh, das wird so cool, Leute. Okay, Leute, wenn die hier durchgekommen sind, dann kommen die hier zum Landeplatz. Fragt mich nicht, wer das da hingebaut hat. Ich auf jeden Fall nicht. Das ist einfach komplett schief, Leute. Guck mal, das steht einfach ganz rechts. Das ist hier der Helikopterlandeplatz. Und da vorne ist einfach schon der Kopf. Das heißt, hier kommt jetzt das nächste Level. Und das wird jetzt ultra, ultra, ultra schwierig für sie. Aber davor müssen wir hier natürlich wieder eine kleine Box hinbauen. Okay, Freunde, ich habe jetzt einen Raum gebaut. Und das nächste Level wird jetzt richtig unfair. Ich werde jetzt hier überall Knöpfe platzieren. Und das Level heißt, finde den richtigen Knopf. Und den werden die nie im Leben finden. Denn ich mache jetzt hier Tausende hin. Aber wir machen einen kleinen Fake-Knopf, Leute. Der Billy und Uki richtig krass pranken wird. Leute, ist das anstrengend, die ganzen Knöpfe zu platzieren. Wow. Und am Boden platzieren wir sogar auch noch welche. Zack. Ich glaub, das reicht, Leute. Ich glaube, das reicht wirklich. Okay, wir machen jetzt und zwar, wir werden jetzt hier einfach einen grünen Block platzieren. Da machen wir jetzt einen etwas anderen Knopf hin, und zwar einen schwarzen Knopf, sodass der Knopf einfach sofort aufhält und ins Auge steht. Und Leute, Billy und Uki werden 100% denken,
wenn die da drauf drücken, dann kommen die einfach ins nächste Level. Nein, das wird einfach der ehrenloseste Klopf sein, den es gibt, Leute. Soll ich da hinter TNT platzieren? Oder so ein richtig krass TNT? Nee, wir machen da hinter einen Command-Block, Leute. Und hier geben wir jetzt ein Slash Kill Ukri und Billy. Wir machen nur Slash Kill Ukri, okay? Let's go, Junge. Und Billy wird darauf 100% die ganze Zeit draufdrücken, denn, Leute, Billys Lieblingsfarbe ist grün. Ey, Billy wird so dumm sein, wenn die ganze Zeit drauf so, da passiert doch nichts, ey, da muss was passieren. Und Ukri wird sich so aufregen, weil er die ganze Zeit dann drauf geht, Leute. Das ist der beste Knopf. Warte mal, soll ich mal drücken, Leute? Da geht jetzt Ukri drauf. Das machen wir nicht, sonst kommt er vielleicht auch auf die Idee, dass wir hier hacken oder so. Okay, und der richtige Knopf wird dann, wo soll ich den richtigen Knopf hin machen? Das sind Tausende. Und der richtige Knopf wird genau hier in der Ecke sein. Erstmal muss ich den Command eingeben. Und zwar, ich werde den einfachen Effekt geben, Leute. Da müssen wir nur eingeben, Effekt, GIF, Billy und Ukri für alle Spieler. Und dann geben wir da jetzt einen Effekt ein. Und das wird einfach Levitation sein. Und das wird einfach Levitation sein. Und Freunde, für die nicht wissen, was das ist, damit fliegt man dann einfach hoch, Leute. Das wird ultra witzig. Und wir geben das denen einfach mal 20 Sekunden lang. Oh ja, das sollte passen. Und wir machen mal 2 Boosts. Da fliegen die einfach richtig hoch. Okay, hier platzieren wir jetzt einen Knopf und das wird lange dauern, bis sie den Knopf da rechts in der Ecke finden. Naja, wenn die einen Knopf drücken, dann fliegen die nach oben und das hat auch einen Grund. Nämlich, wenn ich jetzt genau hier oben eine Plattform mache, auf welche die dann landen müssen in der Zeit in 20 Sekunden. Und wenn die hier oben sind, wird es richtig cool. Denn ich werde jetzt ein Squid Game Level machen, wo die bis dort hinten hinkommen müssen. Und am Ende machen wir noch ein richtig krasses Level. Okay, Leute, ich habe so eine coole Idee. Wir werden jetzt hier auf der Seite einen richtigen Block platzieren und auf der anderen Seite hier den falschen Block. Und das wird der blaue natürlich sein. Aber hier in die Mitte werden wir jetzt eine Frage hinschreiben, das erste Mal. Und zwar, welches Element ist cooler? Fragezeichen. Feuer ist das coolste, Freunde, 100%. Pfeil nach rechts oder Wasser. Buh, Leute, was für Wasser. Wer mag Wasser? Und Pfeil nach links. So, und dann noch Wasser hinschreiben. Also, wenn Ukri sich für Wasser entscheidet, das sollte nicht so sein, Freunde, dann wird er runterfallen, denn das wird ein Ghostblock sein. Oh ja, Freunde. Und wenn die sich für Feuer entscheiden, dann kommen die weiter. Und dasselbe machen wir jetzt hier nochmal, Leute, aber mit einer etwas anderen Frage. So, ich platziere mal hier einen Ghostblock und mache jetzt hier die nächste Frage hin. Und die Frage wird sein, wer cheatet öfter? Fragezeichen. Ukri? Ja, Freunde, Ukri ist immer am Cheaten. Nebenbei, heute ist Ausnahme, Freunde. Eigentlich, ich bin nie am Cheaten, ne? Pfeil nach links, Ukri. Oder Sim Lucky, Pfeil nach rechts. Oh ja, wenn die sich für rechts entscheiden, dann kommen die weiter. Und wenn die für sich für links entscheiden, dann fallen die runter. Nein, Spaß, Leute. Ich mache es jetzt richtig cool. Und zwar, Freunde, wir cheaten beide immer gleich oft gefühlt, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich. Ich glaube, Ukri cheat zwar ein bisschen öfter, aber eigentlich sind wir beide gleich oft am Cheaten. Und keiner dieser Antworten wird richtig sein. Hier werde ich einen Ghostblock platzieren. Und auf der anderen Seite werde ich einen Ghostblock platzieren. Oh ja, wenn die hier lang springen, fallen die runter. Und wenn die hier lang springen, fallen die runter. Und die richtige Antwort wird sein, Leute, die Mitte. Und zwar ist es dann einfach Billy. Denn, Leute, Billy cheatet nie. Mitte wird Billy sein. Und wie das denn auffallen kann, verrate ich euch jetzt. Und zwar platziere ich hier noch in der Mitte, ganz hinten, einen grünen Block, Leute. Das soll heißen, dass hier in der Mitte Billy ist. Aber das schreibe ich dort nicht hin. Aber darauf müssen die halt selber kommen, ne? Wenn die hier einmal richtig raten, guck mal, das ist der grüne Block. Dann gucken die hier, wer cheatet öfter? Sim Lucky oder Ukri? Und nebenbei, ich muss den richtigen Block hinmachen, sonst klappt das gar nicht. Da müssen sie sich entscheiden, links oder rechts. Und Freude, oder die gehen einfach durch die Mitte. Denn guck mal, das ist ein grüner Block. Und ihr wisst ja ganz genau, Billys Lieblingsfarbe ist grün. Das heißt, ich könnte einfach in die Mitte springen. Ups, hier bin ich runtergefallen. Und zack, let's go. Und dann kommen die weiter. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch mit den Fragen. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Level für heute. Aber was die auch nie im Leben bestehen werden, wie die zum Kopf kommen. Und zwar müssen die dann hier runterspringen und sich für das richtige Loch entscheiden. Ich mache jetzt erstmal hier so eine rote Plattform. Zack, zack, zack. Perfekt. Und wir machen jetzt hier 4 verschiedene Löcher hin. Die müssen sich für das Richtige entscheiden. Das werden die sowieso nicht schaffen. Guck mal, für welches würdet ihr euch entscheiden? Wir platzieren hier einmal Fake-Wasser. Die werden denken, ja, ich bringe ins Wasser. Hä, logisch, aber nein, das ist Fake-Wasser. Hier werden wir jetzt einfach mal so tun, als ob es Wasser wäre. Obwohl, Bradley, das sieht man, Leute. Das sieht man sowas von. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen das so, Leute. Zack, perfekt. Und jetzt platzieren wir hier einfach so blaues Glas. Okay, das sieht schon cooler aus, Freunde. Das sieht fast so aus wie Wasser, ne?
Okay, oder sie entscheiden für sich links, aber das wird auch falsch sein. Die können sich noch hierfür entscheiden, für die Lava. Oder Leute, die entscheiden sich für die Stacheln. Und jetzt ratet mal, was der richtige Weg sein wird. Kommt ihr darauf, Leute? Und zwar werde ich den Lava-Weg richtig machen. Oh ja, ich werde hier unten einfach ganz viele Schilde platzieren. Ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Schaut mal, ich platziere jetzt hier ein Schild. Da kommt die Lava nicht mehr durch. Hier kommt die auch nicht durch. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Das heißt, wenn man hier eigentlich reinspringt, dann fällt man zwar ganz kurz in die Lava, aber wenn man hier runter geht, dann fällt man nochmal in Lava. Haha, nein, Spaß. Das ist ein Fake-Lava. Die werden sich so erschrecken. Denken so, hör, ich kann hier runter bestimmt. Zack. Und dann denken, nein, wieder Lava. Und nein, das ist dann nicht Fake-Lava. Das Lava, die gibt einem Regeneration. Die ist ultra OP. Wir testen das mal aus, ob das überhaupt klappt, Leute. Weil ich glaube, da könnte man sogar drauf gehen. Also, rechts ist falsch. Rechts oben ist falsch. Und links oben ist falsch. Nur der richtige Weg ist ganz links unten, Leute. So, und runter hier, Batz. Ja. Das funktioniert wirklich. Habt ihr gesehen, wie krass es funktioniert? Okay, perfekt. Und wenn die hier unten sind, dann haben die es geschafft. Und ich platziere hier ihre Kiste mit der Belohnung. Nein, Freunde, ich werde sie richtig pranken. Ich werde jetzt hier eine Kiste platzieren. Aber das ist eine Redstone-Kiste. Die denkt dann, ja, Kiste, let's go. Und dann, Freunde, darunter platziere ich einfach nukleares TNT. Das krasseste TNT. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Um den Prank am Ende zu sehen, ich platziere es einfach hier drunter. Ey, das wird so krass, Leute. Ich sag's euch. Das wird so krass. Die werden so in die Luft fliegen, die armen Junge. Dann ist in der Kiste einfach nichts drin. Ey, okay, ich will deren Reaktion nicht sehen. Und ich würde sagen, Freunde, seid ihr bereit? Ich bin es. 10 Minuten sind vorbei. Sind schon lange vorbei, Freunde. Ich komme auf eure Seiten, aber nicht schauen. Let's go! Let's go, Freunde! Wir sind jetzt in der Obsidian-Box und wir können jetzt entscheiden, mit wem fangen wir an? Billy, Ukri oder mit mir? Wir fangen mit Pupsi Ukri an. Mit Pupsi Ukri, was redest du? Ich bin kein Pupsi, ey. Junge, Billy, was? Ey, Billy, wie wär's, wenn wir mit dir anfangen? Hat gerade Billy zu mir gesagt, dass ich ein Pups bin. Schau ihn dir an, Mann. Er ist doch der immer Pups. Ja, das stimmt gar nicht. Ich bin der, der dir okay. Weißt du was? Wenn du das Schlechteste gebaut hast. Oh, ups. Fangen wir mit Billy auch an. Das? Komm. Sind wir jetzt okay. Teleportieren? Ja, wir teleportieren. Eins, let's go. Wir fangen mit Billy an. Let's go. Und let's go. Drauf drücken. Let's go, Freunde. Wir sind bei Billy. Brad, Billy. Du hast ein Pupsi-Golem gebaut. Aber das ist kein normaler Pups, Alter. Ey, Billy. Ey, Simlucky, merkst du, wie das stinkt? Boah, ist ja eklig. Stinkt echt, Billy. Alter, was hast du denn gebaut? Billy, wie kannst du eigentlich so viel Pupsi machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Oder hast du... Du hast Wolle platziert und das mit Pupsi eingerieben, oder was? Nein, das ist schon wirklich Pupsi. Was, Billy? Was hast du gegessen, dass du so viel Pupsi gemacht hast? Egal. Let's go. Bah, Billy! Nein, weg damit, weg damit. Billy, ich will eine Sache wissen. Wenn es ein Pupsi-Golem ist, dann ist das doch auch Pupsi einfach, oder nicht? Ja, genau. Ganz einfach. Okay, ja, klar, let's go. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Er hat sogar... Ukri, guck mal, er hat sogar Wasser platziert. Ukri, was soll das, Junge? Ich hab's nicht... Ukri, Ukri, bist Game Mode. Ukri ist Game Mode, Billy. Ukri cheated. Let's go. Warte mal. Billy, du hast einfach Fake-Wasser platziert. Ja, genau. Ey, das ist unmöglich. Okay, aber ich werde schaffen, Freunde. Ich werde schaffen, Ukri. Und du, ey, Junge, du hast direkt am Anfang verloren, Ukri. Ich bin runtergefallen, Brandy. Aber ich werde schaffen, Billy. 100% kommen. Ey, Ukri! Ja, was soll das? Ey. Und let's go. Jetzt werde ich das erst schaffen. Ja, Leute, ich habe eine extra Aufgabe verloren. Bist du sicher, Ukri, dass du es schaffen wirst? Ich komm nämlich in der. Du bist runtergefallen. Igitt, weg damit. Oh, weg da. Du musst immer schneller durchgehen, sonst kommt das nicht mehr rein. Oh, Mann. Wie ist es. Ey, Ukri, geh mal hier weg, was zu mir teleportiert, Alter, Ehrenloser. Alter, ich hab mich weg teleportiert. Mit hier. Hab ich gar nicht wirklich. Okay, ich glaub dir, Ukri. Wie geht's jetzt hier weiter? Warte. Also, der erste Part ist voll easy. Guck mal, man muss einfach diesen Pupsi-Parcours machen. Ja, ja, ist voll easy. Ukri, mal ein bisschen wieder gestolpert. Schubst mich die ganze Zeit runter. Was für gestolpert? Ich werd hier runtergeschmissen. Jetzt gibt's hier Wasser. Okay, jetzt geht's weiter auf die Leiter. Junge, ich bin voll gut, Leute. Du bist gestolpert, du Lügner. Ja, Ukri, auf zu stolpern, Mann. Ich meine, hier rüber, zack, let's go. Ey, Billy, lass mich aber nicht stolpern, okay? Ja, klar. Ey, Billy, hör auf damit! Spaß, Mann. Okay, so, kommen wir jetzt zu den Fragen, Freunde. Die sind ganz wichtig. Lass uns das durchlesen. So, wer nicht die falsche Wasser Tür ist, das Billy, oder? Fahre? Das hab ich auch gemacht. Wasser, Wasser oder Feuer. Okay, warum schreibst du Englisch, Billy? Hier, schau vor. Seit wann kannst du eigentlich Englisch? Ja, Wasser, Billy. Ich weiß, dass Wasser ist, Billy. Aber, hä? Okay, Ukri. Das ist übrigens Feuer. Das ist Lava, Billy. Oh, ups.
Okay, Ukri, was willst du? Wasser oder Feuer? Ich will natürlich Feuer, cooler, ne? Los. Ich will natürlich Wasser, das Viech. Okay, wir werden sehen, was wir jetzt. Let's go! Nein, wieder! Alter, als. Jedes Mal fall ich Billy, drauf rein, Alter. Als wenn du einfach Feuer mehr magst als Wasser, Billy. Ja, das macht gar keinen Sinn, weißt du warum? Billy, weißt du, womit du die Toilettenspülung machst? Mit Wasser und nicht mit Feuer. Aber das heißt, ey, Ukri, du mehr. Musst mal nachdenken. Billy mag Pupsi und Wasser. Ey, guck mal, Wasser macht Pupsi weg. Das ist die Spülung, ne? Und das ist blöd für Billy. Musst du so denken. Bro, was redest du so, Blacky? Das macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich macht das den Junge. Wasser spült Pupsi weg und Billy mag Pupsi. Jetzt kommt der Schwächer durch die Tür. Okay, jetzt kommt die Tür. Also wie Erde. Also, 100% Erde, Ukri. 100%, weil weißt du warum? Erde ist das Pupsi-Element und der steht ja, safe. Es kommt auch Luft raus, wenn der Pupsi macht. Guck mal, richtig. Ja, es trifft. Oh Mann. Billy hat selber geglaubt, dass ja. Der konnte sich selber nicht entscheiden. Okay. Also, hä, was ist das denn? Was ist das jetzt? Wir müssen auf den Steinblock. Bist auf den Steinblock. Guck mal hier. Wow, let's go. Das ist wirklich ein Pupsi-Backo. Du pupst dich einfach nach oben. Wow, let's go. Ja, und das ist die Pupskraft. Das ist die Pupskraft. Ich hab's geschafft, Ukri. Bah, weg mit deinem Pupsi, Billy. Ha, ich hab's geschafft. Aber der Pupsi springt einfach rum. Warte mal, Billy, was soll das hier sein? Hä, wozu ist das gut, Billy? Was ist das hier für ein Pissen? Geh mal dorthin, dort ist ein unsichtbarer Block. Da ist kein unsichtbarer Block, Billy. Nee, da kannst du ja nicht hin. Los. Nein, mach ich nicht, Billy. Ukri, willst du mal hier vorne hingehen? Freunde, der boostet einen einfach runter. Guck mal, da hat Pupsi hingeworfen, Ukri. Ich muss diesen Sprung schaffen, let's go! Ukri! Schau mal hier vorne, was das da ist. Komm mal. Ich geh da ganz sicher nicht hin. Seid ihr verrückt? Ey, komm mal, Ukri, zack, let's go! Pass! Wow! Hey, was soll das? Das war so unfair. Ja, ich wusste. Ey, Billy, aber was ist das für eine Falle? Das ist so offensichtlich. Ich sag dir ehrlich, da wären wir niemals drauf reingefallen. Okay, let's go! So easy durchspielen! Billy, was soll das so, Junge? Okay, zack, nochmal hier hoch und. Wow! Alter, ich schaff's nicht. Und. Oh, Junge, ich geh langsam drauf. Was ist das für ein Level? Ein Herz nur noch. Oh, sehr lucky. Das sieht gar nicht gut aus. Freunde, das ist zu schwierig. Billy, ich muss wieder hoch. Freunde, wie schafft man das? Billy, hast du es überhaupt selber geschafft? Ja, klar. Schau, first try. 3, 2, 1 und let's go. Was? Und let's go. Ich hab's auch geschafft. Ich schaff's einfach nicht. Warte mal, Freunde, ich test nochmal. Und zack. Warum? Klappt. Warum klappt das nicht, Leute? Batz! Ich hab's geschafft! Oh, nein! Ray! Let's go, ich werd's aber schaffen! Ich hab's geschafft! Okay. Ukri! Du bist Gamer, Ukri! Geh aus dem Gamer, Ukri! Du kleiner Cheater, Ukri! Jetzt musst du wieder ganz von vorne anfangen, ne? Jetzt sind wir nicht reinschieben. Let's go, ich hab's! Warte mal, Billy! Hey, Billy hat mich einfach in den Game-Mode gesetzt. Hä? Hey? Billy, warum setzt du mich in den Game-Mode? Billy, dir fällt runter, oder? Billy! War einfach Alter, was ist das für ein komisches Level? Was hast du da gebaut, Billy? Es war einfach Ghost-Blöcke. Ich tu dich mal wieder nach oben, hier. Das war ja voll schlecht, Billy. Hä, es ist mir direkt raus. Du hast Ghost-Block platziert, aber drunter war noch ein Block, Billy. Okay, und wir sollen jetzt... Ah, nein, du kriegst gestolpert! Okay. Billy, es reicht langsam. Nur weil dein Golem nicht sicher ist, musst du dich reincheaten und runterschubsen. Ey, stimmt, Billy, Junge. Du schubst die ganze Zeit runter, nur weil er nicht sicher ist. Hat einfach das Element Pupsi gewählt, oder was ist das für ein Element? Ich hab keine Ahnung, was für ein Element ist. Das du gewählt Billy, hast. Es gibt kein Element, das Pupsi heißt. Das ist doch klar wie Klaus, Bro. Was hat dein Golem für ein Element, Bro? Dirt halt, ne? Dirt? Das ist Dirt mit Luft gemischt, das ist Pupsi, Billy. Okay, egal. Die Dirt kraft. Okay, was holt der gleich raus? Ey, voll ist so Melone, Bro. Hier ist die Kiste, let's go. Freunde, schaut mal da. Ey, seht ihr das? Das ist einfach eine Redstone. Egal, ich lass das Ukri öffnen. Ukri, die Kiste! Red, bis vier drauf reingefallen. Oh, okay, Billy, ich öffne meine Kiste. Das ist bestimmt was krasses drin. Ja. Okay. Was ist denn da passiert? Warte mal. Guck mal hier unten. Hier unten, guck mal hier. Let's go! Okay, ich würde sagen, Freunde, schreibt in die Kommentare, wie viele Punkte würdet ihr Billy geben? Billy, ich sag dir ehrlich, ich kann nur Pupsi-Punkte geben. Oder? Ich kann einen Punkt, Billy. Mehr kann man da nicht geben, Billy. Das ist so schlecht, das geht nicht. Ich glaube, du hast dich selbst übertroffen. Das war doch eine 10 von 10, oder? Das war aber sowas von eine 11 von 10, Alter. Das war das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ja, Freunde. 100%. Ihr habt doch irgendwas ausgemacht, oder nicht? Wow. Nein, niemals. Das ist ein Pupsi-Golem und dieses Element gibt's nicht mal. Das Element wurde nicht mal richtig gewählt. Guck mal, weißt du, was du von mir bekommst? Ich geb dir ganze... Ja. Okay, ganz ehrlich, 2 Punkte, Billy.
Aber das ist doch das Erdelement, kennt ihr das nicht? Wie findest du den Golem vom Aussehen, Bro? Golem, der sieht so komisch aus. Junge, warum schielt der Golem? Schau mal, warte, der hat Muskeln. Hier, schau mal. Okay, ja. Billy, das ist. Ey, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, Zeit ist vorbei für Billys Golem. Jetzt schreibt in die Kommentare, wie viele Punkte könnt ihr Billy geben. Let's go, mit fürs nächste Video. Ja, Freunde, wir sind wieder in der Obsidian-Box. Und okay, wir entscheiden jetzt mein Level oder dein Level. Ey, Beste kommt zum Schluss, deswegen bin ich gleich dran. Billy, was war das? Ja. Sag mir, das ist Pupsi-Wasser. Let's go! Ey, Billy, was machst du? Okay, was wählen wir als nächstes, Freunde? Als nächstes kommt meins, und das ist in der Mitte, und das ist das Beste. Das also, Leute, 3, 2, 1 und Billy brennt schon wieder. Let's go! Wow, let's go, Freunde! Und Billy, wow! Und der Lucky, schaut euch meine Golem an, meine Wasser-Golem! Wow! Stopp! Ukri, dein Ernst? Das ist ein Wasser-Golem. Wasser-Golem, hä? Ich glaube, ihr beide habt nicht verstanden, was ein Golem ist. Ihr habt einfach ein Strichmännchen beide gebaut. Was redest du? Guck mal, seine Riesenfüße, genau wie bei dem Golem. Hier vorne seine riesen Arme. Also Ukri, kann es sein, dass wir zum TT kommen müssen und irgendwie dort hin. Ihr müsst meinen Golem zum Eis gefrieren, Leute. Aber was? Schreibt in die Kommentare, ob meins besser war als das. Aber ich sag dir ehrlich, ich kann wenigstens erkennen, was für ein Element das ist, Billy. Das konnte ich bei dir nicht. Das ist ein Wasserelement, denn du hast hier überall Wasser platziert. Hör, ist ja voll cool. Ja, er hat einfach Wasserschuhe, und Leute. Und jetzt mal Wasserbau. Der besteht aus Wasser. Hey, Billy, warte auf mich. Ich will einfach gewinnen. Hey, Billy, du bist Profi, ey. Let's go, easy wow. Peasy. Ey! Der sagt Alter, easy peasy, was? Der verkackt. Wie schnell macht er denn Parkour für das? Ey, aber Billy, Hä, ist er wirklich so easy? Was? Junge, das ist ja komplett schwierig, Ukri. Wie soll ich da hinkommen, Ukri? Er ist komplett du bist easy im Parkour. Wie das ist easy? Okay, du hast ihn selber gebaut. Warum hast du ihn einfach gemacht? Aber Junge, der ist gar nicht einfach, Leute. Ey, Lucky, was kannst du eigentlich machen? Ey, Billy, was? Der war bestimmt Gamer oder so. Junge, der gecheatet oder so. Da kann man gar nicht drauf springen. Das sind die krassen. Das sind krasse Spikes, wenn man da einmal runterfällt, man geht sofort drauf. Egal, ich schaff's jetzt. Und warum geht er wieder zurück? Ist er verrückt? Ich hab keine Ahnung, jetzt schafft er es nicht mehr. Der schafft nie im Leben. Was? Junge, Billy. Ich wusste es, Billy. Jetzt schaffst du es nicht mehr. Und diesmal, diesmal werde ich schaffen. Okay, das waren 2 Vierer-Jumps. Richtig ehrenlos, sag ich dir ganz ehrlich. Hier, zack, einmal hoch, batz. Das waren keine Vierer-Jumps. Ey, die waren voll easy alle. Ey, hier ist ein unsichtbarer Jump. Ey, du wolltest einen Prank oder was? Dachte, wir können den Jump schaffen. Ja, ich wollte dich pranken. Ey, die waren gar nicht easy. Was für ein einfaches Jumps. Guck mal, das ist einfach hier 1, 2, 3 Blöcke und nach oben ist ein Vierer-Jumps. Das war nur ein Test, ob ihr Noobs seid oder nicht. Und ihr seid Noobs. Nee, ich hab's geschafft. Okay, bin kein Noob. Let's go. Wow. Halbes HP, Ukri. Aber ich hab Checkpoint erreicht, let's go! Okay, welches Element? Ey, warum hat das gefühlt jeder gemacht? Das hab ich auch gemacht. Wasser oder Feuer? Das ist eine richtig wichtige Frage, Leute. Eben war es ja Feuer, was richtig war. Aber Leute, ich hab euch eine Sache, Feuer ist nicht cool. Feuer ist ganz gleich cool. Freunde, schaut mal da rechts. Einfach mein Golem ist so breit, den zieht man. Das ist gar nicht gut, Leute. Lucky kommt nicht mehr hoch. Ja, verdient, Billy, ne? Du kommst jetzt auch nicht mehr hoch. Jetzt werd ich gewinnen. Das war blöd, dass du nochmal ganz nach hinten gegangen bist. Versuch's mal und. Ich bin hochgekommen. Was? Du bist, warte mal, Billy, was ist, wenn du jetzt in den letzten Sekunden aus Versehen stolperst? Ah! Brad, ich bin auch drauf gegangen. Aber ich hab Spawnpoint, Billy. Okay, welches Element? Wasser oder Feuer? Ukri, ich weiß ganz genau, du hast Wasser-Golem gebaut. Das heißt, Wasser ist richtig. Billy, denk doch wenigstens eine Sekunde nach, bevor du das wählst. Denk doch eine Sekunde nach, Feuer ist nicht so cool wie Wasser. Und Jim Lucky, du weißt, was das heißt. Du hast gerade zugegeben, dass Wasser cooler ist als Feuer. Nein, ich hab einfach so gemacht, wie du denken würdest. Doch, Wasser ist cooler als Feuer, weil es blau ist. Let's go. Warte, ich hab Feuer ist cooler. Ich hab was wir jetzt machen. Guck mal. Let's go. Wasser cooler als Feuer. Wasser cooler als Feuer. Let's go, Feuer ist cooler! Let's go! Billy, hier ist Wasser Feuer. Wasser ist cooler. Okay, Freunde. Mal eben hat er sich für Feuer entschieden, jetzt für Wasser. Ey, Billy, keine du hast Ahnung. Also, geh wieder runter. Ich glaube, der geht einfach rechts lang. Okay, Ukri, was ist das hier? Minenparcours. Wie soll man das schaffen? Feuer ist cooler, let's go! Du musst halt einfach versuchen, nicht auf die Minen zu tappen. Das ist der längste Minenparcours, den ich je gesehen habe. Billy besonders gut. Der ist super gefährlich, Leute. Der ist übelst, übelst krass. Billy, kein Schritt daneben, Billy! Wenn ihr einmal bewegt, ne? Kein Schritt daneben, Billy! Kein, wenn einmal eine Mine explodiert. Wow! Leute! Was ist passiert, Billy? Das war nicht geplant. Ey, Billy, du kannst es besonders schlecht. Billy, dein Ernst, mein ganzer Parcours ist kaputt. Aber weil ihr wisst ihr was? Alles jetzt könnt kaputt ihr auch nicht, gemacht. Jetzt kommt ihr hier auch nicht mehr rüber, ne? Jetzt kommt ihr hier auch nicht mehr rüber. Ja, schon. Alles deine Schuld, Billy, Mann. Was hast du nur getan? Ich bin zum Glück schon auch schnell weg. Billy, Junge, das war die größte Explosion, die ich je gesehen habe. Okay, ich bin ab, Ukri. Hab geschafft. Warte, Billy. Ey, du Lucky, hast du gecheatet. Ich hab es leider. Warte.
Billy, wie willst du da rüberkommen? Okay, Leute, wir müssen hier irgendwie jetzt durchkommen. Das sind einfach solche Gefängniszellen. Wenn man die einmal berührt, dann kommt man ins Gefängnis, Leute. So, aufpassen, aufpassen. So, nach vorne. Und zack, sind wir. Hey! Aha, eingesperrt. Hä? Warte mal, was? Hab's genau gekriegt. Du hast dich eingesperrt. Was? Ey, eingesperrt. Ich hab cheaten. Ey, guck mal, wie krass. Leute, guck mal. Ey, ich komm hier jetzt einfach richtig durch. Was? Billy macht meinen Golem kaputt. Billy macht meinen Golem kaputt. Okri, ich bin eingesperrt. Das war richtig unfair, sagt Jatek. Okri, du hast mir einfach eingeschubst. Billy macht meinen Golem kaputt. Okri, lass mich hier raus. Du hast gecheatet. Lass mich raus, Okri. Schnell. Billy, ich hab gecheatet. Du hast gecheatet, wenn schon. Ey, Mann, Freund, das kann nicht sein. Okri, lass mich einfach reingeschubst. Jetzt lass mich hier wieder raus. Ey, Freund, skipp jetzt zurück und schreibt in die Kommentare. Wer hat gecheatet? Ich oder Okri? Okri hat gecheatet. Der hat mich hier reingeschubst, bin hier nicht reingegangen. Okri, lass mich raus jetzt hier! Okay, weißt du was, gib dir eine zweite Chance, aber wenn du nochmal da reingehst und nochmal da reinfällst, ne? In den Käfig, dann lass ich dich nie wieder frei. Ich sag dir ganz ehrlich, dann musst du einfach das ganze Video hier drin bleiben und wir spielen dein Parcours alleine. Wie soll ich darüber überhaupt, ich schaff easy. Zack, let's go! Geschafft, Okri! Guck mal, ich kann hier sogar an den Käfig und ich werd... Ja. Tja, ich selber schuld, ne? Ich wurde eingesperrt, was?! Nein, das kann ich nicht. Ja. Egal, guck mal, was ist das? Erde oder Dollar? Ich muss mich entscheiden, Okri, ne? Was wählen wir, Freunde? Ich würde sagen, Dollar ist eigentlich cooler. Also, Freunde, würdet ihr lieber Erdelement sein, wenn ihr Element sein könnt und die Fähigkeit habt? Erdelement oder Dollar? Ey, Blitz ist voll krass, weil es so wie Zeus. Was nehmen wir? Aber Donner ist gar kein Element, oder? Donner ist kein Donner Element. Donner ist das krasseste Element. Er ist gar kein also Element. Ist kein Element, was okay, Donner aber ich will Donner, let's go! Und Donner war richtig, Okri. Ey, kann sein, weil Donner blau ist. Donner ist einfach nur heftig, Bro, weil wenn du Donner-Attacken hast, Donner dann leuchtest du wie ein Saiyajin so richtig blau. Okay, Okri, ja, stimmt, du hast recht. Welches Element ist besser? Luft oder Eis? Okay, wofür entscheiden wir uns? Billy, wo bist du eigentlich? Warte, ich muss die Kuh nach oben transportieren. Du musst selber Warum willst oben du die kommen? Kuh nach oben transportieren? Wo hast du eine Kuh, Billy? Ist die bessere Frage. Okay, okay. Was hast du getan, Okri? Boah, dann bleibt der jetzt drin. Weiter geht's, okay. Lucky. Luft oder Eis? Ich sag, Luft ist viel cooler. Guck mal, mit Luft kannst du einfach fliegen und so. Eis ist nicht so cool. Eis ist das gleiche wie Wasser. Nur gefroren. Ich konnte mich durchschleppen. Du hast mir einen Tipp gegeben, Okri. Bei Eis so wie Wasser ist, heißt du hast Eis, magst du mehr, Leute. 100%. Billy, du bist... Was? Zimlaki ist auf meine Mine gefallen. Hä, welche war deine Mine? Hab ich gar nicht gesehen. Ach, Bray, ich bin drauf reingefallen. Das war's komplett mit dir, Zimlaki. Das heißt, hier war einfach diese... Es ist eine versteckte Mine, Freund. Ey, wie ehrenlos ist das? Egal, ich komm hier durch, Leute. Ich komm hier durch und, ey, ich sag euch ehrlich, eure Parcours sind voll schlecht. Mein Golem und mein Parcours wird 100-mal so gut. Und jetzt das am Schluss. Zünd ich das Ding, let's go! Ja. Wow. Hast nicht gemacht. Was passiert jetzt, Okri? Wow! Freunde, oh nein, man sieht mein Golem. Leute, ganz schnell wieder in die Obsidian-Box. Let's go, wow! Wow! Wir sind wieder zurück in der Obsidian-Box. Leute, jetzt! Ist das letzte übrig geblieben und das ist das Beste! Sam Lucky sein Gebäude! Nee, Billy, das hatten wir schon, Billy. Achso, stimmt, Sam Lucky! Ey, meins war eh besser. Zack! Wow! Und wow, Leute, das ist mein Riesengolem! Wo ist der Golem? Was? Das ist er. Schaut ihn euch an. Riesiger Lava-Golem oder was ist das? Ja, das ist der Feuer-Golem. Wie krass ist der denn? Guckt ihn euch an. Der hat sogar richtig krasse Stacheln auf seinem Rücken. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Der ist heftig. Redstone-Feuer-Golem ist das, Leute. Boah, freut schon mal, wie krass der ist. Ey, als ob die mir jetzt auch selber gebaut haben. Das müsst ihr finden. Ich werde euch nicht verraten, wo der Eingang ist. Wo seid ihr eigentlich gerade? Guck mal, der ist richtig easy zu finden. Schaut mal, wo der ist. Der ist genau hier vorne. Bist du blind? Der ist genau hier vorne. Ihr habt ihn gefunden? Oh nein, Leute. Als ob ihr es geschafft habt. Naja, ihr müsst jetzt einfach nur noch hochboosten. Und dann kommt ihr ein bisschen Kopf. Egal, das ist viel TNT. Let's go! Ich hab den... Let's go! Freunde, warum ist das TNT so schnell gezündet? Keine Ahnung. Dass das hier ein Fake-Eingang war? Ja, war es. Oben sind überall Barrieren. Ihr seid dagegen geknallt, gegen die Wand, habt ihr es nicht bemerkt. Das ist der Fake-Eingang. Oh, ich weiß, Mann, wo der richtige Eingang ist. Wo ist der richtige? Warum ist hier Dirt? Das ist...
weil es der Golem ist. Hä? Es geht zum Golem. Ich glaube, oh nein, das ist kein Fake Lava. Oh Mann. Die Freund ist drauf reingefallen. Das war mein Ziel. Die müssen denken, die Lava ist fake. Ja, die Lava ist keine Fake Lava. Das ist richtige Lava, Leute. Ihr müsst einen richtigen Eingang finden. Ja. Ich habe euch schon so oft geprankt. Ich werde es niemals schaffen. Die finden, Mann. Okay. Wenn das Fake Lava ist, wo kommt man hier in den Eingang? Ich sehe gar kein Loch oder sowas. Sag ich euch nicht. Hier gibt's keinen richtigen Eingang. Let's go. Oh nein. Ich wusste es. Schau mal, die Lava ist nicht anders als die andere. Ja, das ist Game-Mode, hä? Billy, der ist Game-Mode. Doch, du bist Game-Mode. Guck mal, der brennt gar nicht. Billy, geh nicht in die Lava, sonst gehst du drauf bis Survival-Mode. Ja, Billy. Ich glaube, hier geht's durch eine Lava-Wand. Komm mit, Billy. Nein, geht's nicht. Billy, der ist Game-Mode. Alles klar. So, ehrenlos. Ja, du kriegst Schuld, wenn du jetzt drauf gehst. Billy, du kriegst Schaden. Das war du, ich hab's gesehen. Ach, Mann. Okay, Leute, egal, ihr habt's rausgefunden. Ihr müsst jetzt irgendwie diesen Magma-Parcours bestehen. Aber berührt bloß nicht das Magma, ne? Ich dachte, ich hab's geschafft. Wo kann der richtige Eingang sein? Sehe nicht. Ja, Leute, ihr findet ihn niemals. Let's go, Leute. Ja, ihr müsst suchen. Hey, guck mal, der ist... Ey, Freunde, als ob ich ihn nicht finde, der ist so easy zu finden. Ist das Labyrinth oder sowas? Das ist ein Labyrinth, Leute, das Labyrinth ist unmöglich. Ey, die werden so lange brauchen. Nicht. Ja, ich doch. Okay, Freunde, ich glaube, das kann lange dauern. Die suchen gerade noch immer die ganze Zeit. Die müssen einfach nur dieses Eck finden. Wir warten bis Freunde, vielleicht schaffen wir das gleich. Ey, ich habe das Gefühl, ich spiele die ganze Zeit in die gleiche Richtung. Nee, es geht so nicht weiter. Bini, alles raus. 2000 Jahre später. Freunde, das dauert mir echt zu lange. Ey, die sind hier schon mittlerweile 2 Stunden dabei. Leute, wollt ihr endlich mal aufgeben? Ist euch nicht aufgefallen, dass der Parcours kein Ende hat? Zerstört. Der hat kein Ende. Das ist unmöglich, Alter. Ja, ihr müsst einen anderen Weg finden. Wie wär's mal damit, Leute? Vielleicht gibt's irgendeinen Trick oder so. Denkt doch mal nach. Oh. Was denn Trick? Okay, ich sag euch einen Trick. Geht mal zum Anfang. Ja, was ist hier? Musst du selber rausfinden. Mal, schau mal. Das kann nicht sein, Leute. Wir müssen einfach hochschwimmen. Schwimmt hoch, Leute. Nein, natürlich nicht. Kommt jetzt wieder hier runter. Als ob ihr es nicht herausfindet. Oh, Freunde, schaut mal über euch, okay? Ihr tut mir schon so leid, das geht einfach nicht. Es geht nach oben. Wow, einfach eine Glaskuppel. Das ist kein Glaskuppel, das ist ein TNT, Leute. Und das müsst ihr euch holen. Weil ihr zu lost seid, das zu holen, gebe ich es euch jetzt selber. Also, hier ist das TNT und das ist kein normales. Kommt mal mit, Leute. Das ist nämlich X-Ray TNT. Ihr könnt es sehen. Zeig ihr, was es kann. Let's go! Warum abhauen? Das ist voll krass. Es passiert doch gar nichts. Ja, ihr werdet sehen, ob nichts passieren wird. Egal. Alles gut. Wow! Was ist passiert? Oh nein, alle meine Fallen sind kaputt. Das kann nicht sein, Leute! Das sind Diamanten, Leute! Ihr habt das X-Ray TNT verwendet. Jetzt könnt ihr das ganzen Parcours durchsehen. Und jetzt seht ihr auch, wo es lang geht, Leute. Und zwar genau hier runter! Das war der Effekt, Leute. Und alles ist kaputt gegangen. Ihr müsst hier hoch, das ist alles kaputt gegangen. Leute, was ist hier passiert? Okay, warte mal. Ist nicht zerstört, das Bedrock ist nämlich nicht kaputt gegangen. Und jetzt könnt ihr hier euren Loot haben. Ja, Leute, gönnt euch mal euren Loot. Ihr werdet schon sehen, warum ihr das gleich braucht. Müsst 1 bis 1 machen, oder? Nein, ihr müsst nicht 1 bis 1 machen. Zack, schnell wieder hinplatzieren. Okay, ihr habt nichts gesehen, Leute. Jetzt rüstet euch wieder aus, denn ich müsste jetzt Bossfight machen. Okay, Leute, hier ist jetzt der Mega-Boss, den ihr bekämpfen müsst. Let's go! Ihr könnt den niemals besiegen, Leute. Der ist viel zu stark und Batz! Gib uns Goldäpfel oder sowas. Okay, weil ihr so schlecht seid, müsst ihr euch ein bisschen helfen oder was? Hier ein paar Goldäpfel, Leute. Gib uns OP-Goldäpfel! OP-Goldäpfel! Nein, Leute, ihr müsst irgendwie so probieren. Der ist viel zu stark. Wow, Alter, der macht so viel Schaden. Der hat krassere Sachen. Leute, ihr habt komplett verloren. Ihr seid schlecht. Ich hab's geschafft. Billy hat's wirklich geschafft. Billy, du hast es geschafft. Jetzt lass mal Ukri alleine kämpfen. Let's go. Ukri, viel Spaß. Ne? Du musst ihn jetzt irgendwie besiegen. Billy, du bist im nächsten Level. Du musst auf Ukri warten. Okay, Ukri, du musst jetzt irgendwie den Boss besiegen. Der ist fokussiert auf Billy und nicht auf mich. Okay, Billy, komm wieder her. Einfach chillen. Und let's go jetzt.
jetzt geht's weiter, Leute. Okay, das war's. Wir können ihn nicht besiegen. Wir können ihn nicht besiegen. Bist du einmal drauf, Leute, der Boss ist viel zu stark. Guckt ihn euch an. Wow, wow, Alter, was macht der hier? Ey, ist viel zu krass, Leute. Ihr könnt ihn niemals besiegen, ich sag euch ganz ehrlich. Okay, wo der Dead Movie ich leben, Leute? Ich hab einen Trick rausgefunden. Alter, was macht ihr da? Alter, ich zerstöre jetzt auch. Du ehrenloser Hund. Geh da wieder runter, geh da wieder runter, okay. Wow! Alter! Wir müssen Teamwork. Ey, der rast jetzt richtig aus. Der rast jetzt richtig aus. Ey, ihr habt jetzt schon verloren. Okay, was machen die hier? Was machen die hier? Freunde, ich hab's wirklich. Ey, Leute, ihr habt eigentlich schon verloren. Ihr habt eigentlich schon verloren, hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Hat irgendwas aufgemacht. Hat irgendeinen Block aufgemacht. Bedrock zerstört. Wird der Bedrock zerstört? Leute, kommt hier mal durch. Billy, du schaffst es nicht mal. Ich hab ihn besiegt. Du bist tausendmal gefühlt draufgegangen. Du kannst durchs Loch kommen. Komm durchs Loch. Du kannst doch schon durch, Billy. Ihr habt einen Eingang gefunden. Okay, Leute. Und zwar jetzt. Okay, ihr habt es endlich geschafft. Jetzt müsst ihr irgendwie versuchen, hier nach oben zu kommen. Aber ihr dürft nicht in die Laser gehen. Und Leute, was ist eigentlich mit den ganzen Stacheln passiert? Junge, ich bin einfach zu Glas geworden. Freunde, was macht ihr da oben? Sollen wir mit diesem Teil da hochfliegen, oder was? Kannst du da nicht mitkommen? Ich glaube, da kann nur einer sich reinsetzen. Ja, dann musst du leider hier unten warten, Ukri. Da kommst du nicht mehr weiter. Wir lassen erstmal Billy es versuchen. Und let's go, Billy! Willst du schaffen? Willst du schaffen? Billy, du bist durch die Laser! Okay, das war's komplett mit der Flugmaschine. Billy, warte mal. Hat die Flugmaschine keinen Piloten mehr? Okay, Ukri. Jetzt kannst du es mal versuchen. Freunde, das ging komplett los, obwohl die Stacheln weg sind in dem ganzen Glas. Okay, ab in die Flugmaschine. Ich mach's viel besser als Billy. Let's go. Okay, werden wir sehen. Nicht in die Laser, Ukri. Nicht in die Laser, Ukri. Warte mal, du schaffst es, Ukri. Du schaffst es. Die ganzen Geschütztürme sind einfach weg. Ey, ihr habt so Glück, Leute, ne? Eigentlich wegen dem X-Ray-TT jetzt niemals geschafft. Die sind überall Stacheln und so. Wow, ich schaff's wirklich. Alter. Junge, voll krass. Aufpass vor der Lava. Und ihr habt's geschafft. Okay, jetzt müsst ihr aber oben landen bei den Titanen hier. Oben, weiter nach oben. Ich hab nicht mehr viel Akku in meiner Flugmaschine. Da ist einfach die Flugmaschine, die kein Passagier mehr hat. Da fliege ich jetzt mal, Leute. Let's go, gewonnen. Nach oben. So, let's go. Ich bin jetzt auch hier mit der Flugmaschine. Ey, die hast du einfach liegen lassen. Okay, Leute. Ihr müsst jetzt ins nächste Level und das wird ultra schwierig. Ich hab hier gelandet, Junge. Okay, was machst du da? Kommt mit ins nächste Level. Alter, das ist nicht so schwer. Ich bin runtergefallen. Let's go. Oh nein, nicht schon wieder. Oh ja. Schaut mal, ihr müsst den richtigen Knopf drücken. Ist das dein Ernst, Lucky? Ja. Ist das... Oh nein, nicht schon wieder das. Ja, siehst du das auch? Guck mal, wie aufwendig der Knopf ist, Junge. Ein grüner Knopf? Oh nein! Drück ihn, Billy! Let's go! Warum bin ich gestorben? Billy, ich glaub, du hast Ukri zum Ziel teleportiert. Jetzt musst du den Knopf einfach nochmal drücken, damit du auch zum Ziel teleportiert wirst. Warte mal. Ey, Billy, was soll jetzt, Ukri? Warum gehst du einfach alleine zum Ziel? Der hat natürlich einfach nicht mitgenommen. Junge, ich bin gestorben und ich bin zum Ziel gekommen. Noch mal den Knopf drücken, Billy. Ukri, du bist so nass, Mann. Du bist beim Ziel. Let's go. Wo ist Ukri eigentlich? Ich bin nicht im Ziel. Ich bin hier vor... Billy, drück den Knopf. Die bauen jetzt den Knopf ab, zack. Weg mit dem. Freunde, das war der falsche Knopf. Okay, ich geb's zu. Den müsst ihr nicht drücken. Du hast einen Troll-Knopf eingebaut. Ihr müsst irgendwo den anderen Knopf finden. Aber wo der ist, sag ich euch nicht, Leute. Ey, die wäre ich locker. Oh ja. Ey, Billy, der Knopf einfach dazu, nach Ukri zu killen. Hier voll. Da, wenn du mich einmal nervst, ich drück den Knopf. Oh nein. Oh nein, den baue ich wieder ab. Okay. Leute, ihr müsst den richtigen Knopf drücken. Billy, du hast der Seite, ich auf der Seite. So geht das. So geht das mit meiner Shell. Okay. 1000 Jahre später. Leute, die kommen immer näher. Komm schon. Ey, ihr seid extrem nah, aber ich sag euch nicht wo. Hä? Warum seid ihr so gut? Oh nein, ihr habt es geschafft. Ihr müsst auf die rote Plattform, Leute. Nicht zu weit fliegen, nicht zu weit. Was macht ihr? Was macht ihr, Leute? Was macht ihr? Leute, ich glaube, ich muss euch retten. Ich glaube, ich muss euch retten, Leute. Zack, Wasser platziert. Ich habe Wasser platziert, Leute. Warum klappt das nicht, Leute? Alles gut. Okay, das war nochmal knapp, Leute. Das wollte ich eigentlich. Aber jetzt kommt ihr zum nächsten Part. Das wird der schwierigste. Seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Leute, ihr müsst euch hier nicht runterschubsen. Ihr schlagt euch gegenseitig. Okay, also welches Element ist cool?
cooler? Feuer oder Wasser? Die Frage hat mich schon gefühlt tausendmal. Ich weiß, was es ist. Es ist 100% Wasser! Feuer! Billy sagt noch Feuer, das ist Wasser. Hä? Okay, ihr müsst wieder zu mir kommen und es normal probieren. Ja, es war Feuer. Okay, jetzt aber... Billy, warum sprichst du auf das Schild und nicht auf den Block? Okay, dann entscheide ich mich für Feuer. Ja. Auch wenn Feuer nicht so cool ist, jetzt ich muss es tun. Jetzt hast du offiziell zugegeben, dass Feuer besser ist. Okay, Leute, aber die nächste Frage, ihr müsst hier hinspringen, nicht auf den anderen Block. Wer cheatet öfter, Okri oder Smacky? Smacky, du cheatest immer! Den Golem hast du auch bestimmt nicht selber gebaut. Junge, niemals kannst du so einen Golem so krass bauen, niemals, Ja, spring doch mal rechts. Let's go! Ja, war falsch, Leute. War falsch. Let's go, aber... Ja, wie ist Okri? Okri cheatet öfter, hä? War doch richtig, Okri. Komm, geh da wieder hin. Ist das dein Ernst? Ja, oh Mann, jetzt muss ich mich für Okri... Du kannst nicht mal da hinspringen, Okri. Versuch's doch mal! Ich muss mich jetzt eiskalt für mich selber entscheiden? Ja, musst du, Okri. Du musst es zugeben. Ich cheate also oft. Ich cheate aber nicht so oft wie du. Und? So, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und warte mal. Beides klappt nicht. Ja, ist ja jetzt auf dem Fall. Okri, ich sag dir ehrlich, wir cheaten eigentlich immer gleich viel. Und wohin springst du, Okri? Und deswegen ist einfach beides nicht richtig. Ja, wie wollt ihr jetzt noch rüberkommen? Soll ich reinspringen? Ja, verrate ich euch nicht, Leute. Und da hinten ist Let's was. Let's go! Du musst dort reinspringen. Let's go! Hey, das ist ein Ghostblock, ich seh's. Billy hat's vor dir herausgefunden, Okri. Bräh, Junge. Als ob Billy einfach besser ist. Okay, Leute. Ein unsichtbarer Block? Ihr habt es geschafft, und zwar die Mitte. Ich muss wieder reinspringen. Jungs, ihr habt es bis jetzt nicht gecheckt, ne? Guck mal, hier vorne war einfach ein grüner Block, ganz hinten. Und ihr hättet eigentlich wissen müssen, dass die Mitte richtig ist. Das heißt, Billy cheatet am wenigsten. Ja, das stimmt. Und zwar springt ihr einfach durch die Mitte. Okay, also, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Welches Loch nehmt ihr? Das ganz vorne rechts, ganz oben links oder ganz unten links oder ganz unten rechts. Ich glaube, er hält uns entscheiden müsste, ganz oben links natürlich. Da oben ist Wasser, dann ist dort links ist, was ist das, Glas? Das ist Wasser, Okri. Das ist Glas, man sieht, dass es Glas und Wolle ist. Billy, du hast recht. Spring einfach runter, das Wasser, Billy. Spring runter, ja. Alter, Billy, komm, spring, wenn du denkst, dass es richtig ist. Ja, komm, ist richtig, ist richtig. Das ist doch kein Water. Das Water ist da rechts. Let's go! Boom. Das ist Fake Water. Ey, Okri! Du solltest es nicht übernehmen. Geh da wieder rein, Alter. Geh da wieder rein. Leute, Okri. Nichts Richtiges. Junge, du sollst drauf gehen. Hä? Junge, ich check gar nichts mehr, Alter. Ihr müsst euch für das Richtige entscheiden. Also, Leute, ihr seid einmal in das Fahrzeug gesprungen, einmal ist das linke und einmal unten rechts. Dann gibt es jetzt so wirklich nur noch eine Möglichkeit, oder es nicht? Es gibt nur eine Option. Die Mitte. Let's go. Nein, unten links, Billy. Was ist denn falsch mit euch, Leute? Versucht's mal unten links, okay? Ich gebe euch einen Test. Aber das ist unmöglich. Weil ihr so schlecht seid, versucht. Komm, Hä? Und zwar... Billy ist draufgegangen. Hä, Billy ist draufgegangen. Hey, Lava? Jo! Hä? Ups, ich hab die Tür geöffnet. Und ja, das war einfach richtig Lava. Aber wenn man runterspringt, dann kommt man in Fake Lava rein und verliert wenig Herzen. Okay, Leute, das heißt, ihr könnt euch eure Belohnung abholen. Let's go! Ja, let's go! Bestimmt richtig viel Spaß! Ganz viele Diamanten! Ich freue mich schon. Ich krieg irgendwie Pupsi in der Nähe. Ja, da ist nichts drin, Leute. Kriegst du es auch, Okri? Warte mal. Let's go! Was passiert? Oh, nein, alles fängt an zu laggen. Boom! Wow! Alter! Freunde, was passiert hier? Billy. Leute, das war's komplett. Ihr habt das nukleare TNT gezündet! Okay, Freunde, ich würde sagen, falls ihr mehr Videos sehen wollt, lasst ein Abo, like da. Schreibt jetzt in die Kommentare, welcher Golem am krassesten war, welcher Element Golem am krassesten war. Alle 2 für Okri. Alle 1 in die Kommentare für Simlucky, alle 2 in die Kommentare für Okri und alle 3 in die Kommentare für Billy. Und jetzt würde ich sagen, drückt auf das nächste Video, checkt meine Freunde Okri und Billy ab. Und jetzt, schaut schon, Freunde, auf das nächste Video, schaut schon, auf die Glocke.